Hab das. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, bei mir ist morgen, wenn ich dieses Video drehe, ich bin noch nicht so lange wach. Ich bin gestern Abend schlafen gegangen und ich wusste, heute ist Wash Day, einmal in der Woche. Ich habe gestern noch mit einer Followerin geschrieben, die mich um Tipps zur Naturlockenpflege gefragt hat. Sie hat mir gesagt, Anja, ich habe mir die Haare zu Tode blondiert und jetzt locken die sich nicht mehr schön. Wie hast du es geschafft, deine Naturlocken zurückzuholen? Ja, auch ich hatte schon alle möglichen Haarfarben auf dem Kopf. Ich hatte Extensions, ich habe meine Haare mehr als 10 Jahre geglättet, geföhnt. Ich konnte die nie lockig tragen. Erst mit 25 konnte ich dann sagen, so jetzt kann ich dazu stehen. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, hat auch irgendwo durch sehr viel mit Selbstliebe zu tun, zu sich stehen zu können, wie man eben ist. Und da gehören eben auch die Haare dazu. Ich habe bereits 3 Videos zum Thema Naturlocken auf meinem Channel. Ich habe die gestern dieser Followerin geschickt, damit sie sehen kann, wie ich da Step by Step angefangen habe, als ich mich dazu entschieden habe, die Naturlocken zurückzuholen. All diese Videos sind für euch hier unten in der Infobox verlinkt. Und als ich mir diese Videos angeschaut habe, habe ich gesehen, hey, die Haare waren irgendwie hier ober der Schulter. Sind jetzt schon ein gutes Stück länger geworden. Zum Thema schnelles Haarwachstum habe ich auch noch ein kleines Wundermittel aus der Naturkosmetik, welches ich euch jetzt zeige. Und jetzt mache ich hier gar nicht mehr länger bla bla. Wir gehen ins Badezimmer und legen gemeinsam los. So, bevor ich irgendwas mache, Haare gut durchkämmen und zwar ganz vorsichtig. Erst die Spitzen, dann langsam hocharbeiten zu den Längen und erst dann an den Ansätzen. Ich verwende dazu diesen Naturholzkamm und kämme alles sorgfältig und gründlich durch. Und jetzt schaut euch mal diese Zapfenlocken an, die ich hier habe. Ich liebe meine Haare mittlerweile. Die kommen wirklich immer besser. Ja, alles gut durchkämmen und dann kann man ab und zu auch mal sehen, wie lange die eigentlich sind. Schaut mal. Und nicht erschrecken, es ist ganz normal, dass ihr Haare im Kamm habt, weil man kämmt ja Naturlocken sonst nie durch. Deswegen ist normal, die fallen aus und bleiben dann halt hängen und kommen dann erst beim Kämmen raus. Wenn ich jetzt gekämmt habe, feuchte ich die an. Ah, hab so Freude, wie gut die wachsen. Ich zeige euch nachher, was mein Haarwachstumsmittel ist. Zuerst jetzt aber kommt die Vorwaschpflege. Das mache ich nämlich hier aus Olaplex und Shea Butter. Also Haare kämmen, leicht anfeuchten und dann kommt als erstes Olaplex drauf. Wer Olaplex kennt, weiß, dass einfach nichts an dieses Produkt rankommt. Es ist ohne Silikone, ohne Parabene und ohne Sulfate. Ich liebe es. Es repariert einfach jeden Haartyp. Es wird so eigentlich schon reichen, Olaplex drauf ankämmen, that's it. Aber ich mische da noch Shea Butter hinzu für extra Feuchtigkeit. Habe ich aus dem Reformhaus und den knete ich mir so vor allem in die Spitzen, die extra Feuchtigkeit brauchen. So, Olaplex mit Shea Butter lasse ich jetzt so mindestens 10 Minuten einwirken. Generell lasse ich das einfach Stunden drauf. Bin auch schon mit dieser Vor-, was soll ich das nennen, so Pre-Wash-Mask, also so Vor-Waschen-Maske. Nachher werden ja die Haare dann erst gewaschen. Ich bin auch schon damit ins Training gegangen und habe es erst nachher gewaschen, kein Problem. Oder über Nacht drin lassen, also es geht wunderbar. Deswegen bindet euch die Haare so hoch und lasst die einfach mindestens 10 Minuten jetzt so einwirken, die Kur. Und danach geht's zum Waschen. Das ist aktuell mein Lieblingsshampoo. Ja, das ist ein Shampoo unter anderem aus Tonerde, ohne Silikone, Parabene oder Sulfate. Ich liebe das so, das habe ich so ohne Verpackung gekauft. Ja, ich habe natürlich Produkte auch mit Verpackung, aber ein Produkt ohne Verpackung ist besser als kein Produkt ohne Verpackung. Super Naturprodukt und man sieht auch, das schäumt nicht. Ich habe es hier versucht kurz zu zeigen, das schäumt gar nicht so fest, aber ein Shampoo muss auch nicht schäumen, um zu reinigen. Das ist ganz wichtig. Die schäumen nur, wenn sie so ultra viele Sulfate drin haben, die eure Haare nur austrocknen. Dann mache ich ein bisschen Conditioner drauf, auch ein Naturkosmetikprodukt gründlich ausspülen und dann mache ich meine Haare in ein Mikrofasertuch. Ein Mikrofasertuch saugt nämlich genau die Feuchtigkeit raus, die es soll, aber nicht zu viel, denn Naturlocken brauchen noch ganz schön viel Feuchtigkeit. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsprodukt, zum Nugrow, mein natürliches Haarwuchsmittel. Mittel mit Silizium. Und hier ist ganz wichtig, das gehört auf die Kopfhaut und nicht auf die Haare. Ihr seht, ich mache das großzügig auf meine Kopfhaut drauf, so
tröpfchenweise, Scheitel für Scheitel. Und mir haben einige Follower geschrieben, sie haben das getestet und die Haare werden dann so harzig. Ja, die werden harzig, wenn ihr das in die Haare macht. Deswegen, das gehört nicht in die Haare, sondern auf die Kopfhaut. Und weil das so ein bisschen harzig macht dann an der Kopfhaut, gibt es einen super guten Halt und ein schönes Volumen für Naturlocken. Aber eben nicht in die Haare, sondern nur direkt auf den Ansatz, also auf die Kopfhaut. Dieser Schritt, der jetzt kommt, ist auch super wichtig für Naturlocken. Jetzt kommt nämlich entweder eine Lockencreme oder ein Lockengel. Ich habe in meinen letzten Videos gezeigt, wie ihr das Leinsamengel selbst machen könnt. Dann habt ihr keine Verpackung und das ist natürlich die günstigste Variante. Ich habe mal das hier von Only Curls getestet, diese Hydrating Cream, die ich auch super finde. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Schritt, dass ihr diese Lockencreme, wie ich es hier mache, so einknetet und so den Locken ein bisschen hilft, bevor ihr die dann lufttrocknen lässt. Tada! Luft trocknen, meine Lieben, das absolut Wichtigste bei Naturlocken. Wenn ihr die föhnt, gibt es einen riesigen Busch und keine schönen Locken. Also einfach ein paar Stunden Luft trocknen lassen, dann kommt's gut. Ich habe früher noch Salt-Spray verwendet, mache ich mittlerweile nicht mehr. Am Meer gibt es ja immer wunderschöne Locken, deswegen logisch, dass Salt-Spray auch hilft, um schöne Locken zu bekommen. Trocknet aber gleichzeitig ein bisschen aus, deswegen ich kann mittlerweile sehr gut darauf verzichten. So, und das ist meine aktuelle Lieblingsfrisur, dieser kleine Ponytail ist ganz einfach. Einfach hier und da eine Strähne hochbinden, hier zusammen, kleiner Haargummi und fertig. Das habe ich momentan die ganze Zeit, diese Frisur. Und naja, so sehen die jetzt aus am Tag nach dem Waschen. Gefällt mir natürlich meine Locken, aber mir gefallen die dann irgendwie am zweiten und vor allem am dritten Tag noch besser, wenn die sich so ein bisschen zurechtgefunden haben und die Locken auch so ein bisschen korkenziehermäßig ineinander reinfallen. Aber das passiert dann halt erst am zweiten und dritten Tag, wenn die sich so ein bisschen zurechtgefunden haben. Und auch das habe ich natürlich für euch festgehalten und zeige ich euch jetzt. Ich finde, sie fallen schon besser als gestern. Sie fallen so ein bisschen mehr in ihre Zapfenlocken rein. Jetzt sind sie, vor allem hier sieht man es gut, richtig schön am in ihre Zapfenlocken fallen. Das liebe ich halt. Und auch sonst fühlen sie sich jetzt für mich einfach besser an. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr die Haare frisch gewaschen habt, sind sie so ein bisschen frizzy, stehen überall so feine Härchen ab und jetzt halt am dritten Tag ist das absolut gar nicht mehr. Sie fallen so schön an ihren Platz, die Länge ist wieder so die eigentliche, es zieht sie nicht zu weit hoch und das so ist eigentlich mein Lieblingstag. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt dazu oder Anregungen, oder schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr für Tipps und Tricks habt. Ich freue mich drauf, das zu lesen. Die gesamte Community bestimmt auch. Und ich werde auf jeden Fall bald mal wieder ein Update geben. Und auch sonst natürlich weiterhin Videos hier bringen. Ich hoffe, wir sehen... Jetzt hast du so gerade einen Wechsel gesehen, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Liebe Grüße aus Luzern. Und du, Baby, was machst du? Oh, süß.